Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder zu den multivariaten Verfahren. Wir wollen uns heute abrundend für das lineare Modell, also die Ordinary Least Squares geschätzten Lösungen zur Aufklärung einer Variable y, noch ein paar Ergänzungen anschauen. Ergänzungen, die Sie zum Teil aus dem Bachelor kennen, die wir also zum Teil hier nur wiederholen und einbetten in diese Betrachtung, wie wir jetzt uns multiple Regressionen angeschaut haben, sprich auch in einem geometrischen Sinne. Und manches wird aber für manche sicher auch neu sein. Und zwar werden wir uns heute anschauen, das sogenannte Dummy-Coding, also der Begriff einer Dummy-Variable wird nochmal eine Rolle spielen. Die brauchen wir nämlich, um zweitens die sogenannte Kovarianzanalyse durchführen zu können. Die Kovarianzanalyse hat dann eigentlich gar nichts Neues mehr für uns. Das ist nämlich einfach unter dem Dach eine Regressionsanalyse eines einfachen linearen Modells, die Verwendung von dummy-kodierten Faktoren und kontinuierlichen metrischen Regressoren zusammen. Genau, die genaue Nomenklatur und was man traditionell mit Kovarianzanalyse meint, sehen wir dann. Und dann zum Ausblick noch sogenannte nichtlineare Terme, also zum Beispiel eine Variable, die mit ihrem Quadrat oder kubisch hier eingeht. Wir werden sehen, dass das trotzdem lineare Modelle sind und auch eigentlich wir uns immer noch im Rahmen des General Linear Models bewegen. Das ist hier ein bisschen verwirrend. Wir machen heute also diese, was hier fünftens heißt, Erweiterungen oder Ergänzungen des General Linear Models. Eigentlich sollte man sagen Ergänzungen eher, denn die echte konzeptuelle Erweiterung, dass man das Ganze auch anders auffassen könnte, das kommt dann im Generalized Linear Model und beschäftigt uns dann in der nächsten Woche. Also, was wollen wir uns heute anschauen? Wir wollen letztlich unseren Werkzeugkasten, unser Toolkit ein bisschen erweitern, indem wir uns nochmal vor Augen führen, wie können wir jetzt nochmal in ein lineares Modell schnell nicht-metrische Variablen einschließen. Also letztlich sowas wie Faktoren, was uns in den Sozialwissenschaften oft interessiert, kategoriale Zustände, Gruppenunterschiede, sowas. Ja. Zweitens, wie können wir eigentlich ungewünschte Varianz und uns auch überhaupt nicht interessierende Varianz in unserer Variable y aufklären, zur Seite räumen, sodass wir uns auf das konzentrieren können, was wir wirklich wollen, nämlich mit unseren Regressoren von Interesse Varianz an y aufklären und besser verstehen, wie y mit diesen Regressoren von Interesse zusammenhängt, zum Beispiel solchen Gruppenunterschieden. Dafür benutzen wir die sogenannte Kovarianzanalyse oder ANCOVA. Und schließlich noch zum Ausblick, wenn es die Zeit erlaubt, kurzer Blick auf nichtlineare Terme. Und die berühmteste Form eines nichtlinearen Terms ist eigentlich die sogenannte klassische Interaktion, die man manchmal auch Moderation nennt. Es ist genau das Gleiche. Also, als Beispiel für das Dummy-Coding habe ich hier mitgebracht ein sehr, sehr stark vereinfachtes Datenbeispiel. Den Datensatz habe ich Ihnen auch in Moodle hochgeladen, der Folgendes versucht hier zu messen. Es gibt hier, wie Sie sehen, eine Variable, die nennt sich BDI, in sehr vielen Beobachtungen im Übrigen, ja, also vielleicht 300 Patientinnen und Patienten. BDI ist das Beck'sche Depressionsinventar, können also sagen Depressivitätsscore. Ja. Und was wir hier sehen, sind Patientinnen und Patienten, die unterschiedliche Therapieformen durchlaufen haben, ja, die also entweder in der sogenannten systemischen Therapie behandelt wurden, andere vielleicht mit einer, was wir Verhaltenstherapie kurz nennen könnten, einer kognitiven Verhaltenstherapie, hier in Rot gezeigt, und dann schließlich mit einer tiefenpsychologischen, analytischen Therapie. Ja. Psychoanalyse, kurz gesagt. Stimmt vielleicht nicht ganz, aber einer tiefenpsychologisch fundierten Therapie. Wenn man sich hier die Daten einfach mal a priori der Analyse anschaut und sagt, okay, man hat hier eigentlich also drei Gruppen,
Und eine metrische abhängige Variable, diesen BDI-Score, dann fällt da mehreres auf. Erstens die Frage, ob es hier Unterschiede gibt und ob sozusagen auf Populationsebene Therapieform einen Einfluss hat auf den Outcome, auf den Depressionsscore, ist eine Frage, die wir klassischerweise mit der Varianzanalyse beantwortet hätten, richtig? Dazu würden wir eine ANOVA nehmen. Das wäre das sich hier anbietende. Zweitens, wenn wir schauen, was uns so die deskriptive Beschreibung der Daten erstmal sagt, dann deutet sich an, dass für die kognitive Verhaltenstherapie dieser BDI-Score am niedrigsten ausfällt. Die anderen beiden liegen ein bisschen höher. Ja? Das Muster ist vielleicht ganz sinnvoll, mal im Kopf zu behalten, weil wir das gleich an den Werten, die wir eigentlich bekommen, an den Regressionsgewichten vielleicht nochmal brauchen können. Also behalten Sie mal im Kopf, die kognitive Verhaltenstherapie sollte eigentlich den niedrigsten oder hat auch einfach in diesen 300 Leuten den niedrigsten Depressionsscore. Genau, das habe ich hier allerdings leider was drüber gemacht, das ist natürlich schlecht. Dann müsste ich mal kurz hier runterschieben. Und jetzt kommen wir quasi zu der Frage, wie können wir das eigentlich repräsentieren in einem Regressionsmodell? Wie können wir so eine kategoriale Information, ich würde in meinen Worten sagen, diese drei Zustände, also Therapie, hier einschließen? Die eine große Gefahr, die Verlockung, die falsch wäre, deutet sich hier an in dieser Spalte Therapie. Das ist so das Gefährlichste, was Sie machen können, dass Sie in Ihren Daten, die Sie dann für ein lineares Modell, für eine Regression jetzt heranziehen, den Faktor Therapie eben doch mit Zahlen kodiert hatten, nämlich 1, 2, 3. Ja, der Klassiker wäre jetzt also einfach zu sagen, okay, Therapie nehme ich als Regressor. Wenn Sie das tun, bekommen Sie, also Sie führen Ihr lineares Modell in die Irre. Das lineare Modell weiß nichts von Therapierichtungen, das kann nur Zahlen, ja? Das kann nur Zustände letztlich vektoriell dann irgendwie repräsentieren. Ja? Das ist aber nicht ganz das, was Sie wollen. Sie wollen ja verschiedene kategoriale Zustände, die zueinander in überhaupt keinem numerischen Verhältnis stehen, trotzdem repräsentieren. Und was machen wir dann? Die meisten von Ihnen werden die Antwort kennen. Wir greifen zu sogenannten Dummy-Regressoren. Ist jetzt wirklich ein bisschen ungünstig, dass ich das hier drüber gemacht habe. Das müssen Sie verzeihen. Also ein Dummy-Coding würde jetzt so ablaufen. Wir schauen mal kurz. Genau. Ein Dummy-Coding würde quasi so ablaufen, dass wir sagen, wir brauchen eigentlich zwei Variablen, um drei verschiedene Zustände zu repräsentieren. Das ist jetzt hier so gezeigt. Auf dem nächsten Slide habe ich das aber mal ein bisschen grundsätzlicher. Wie sollen wir den Faktor Therapie hier einschließen? Die Grundidee von Dummy-Variablen ist die folgende. Eine Dummy-Variable nimmt immer denselben Wert an für alle Mitglieder einer Gruppe, einer Ausprägung, eines Faktors. Also alle, die jetzt zum Beispiel in einer Therapierichtung sind, die kriegen jetzt denselben Wert. Das ist erstmal das Wichtigste. Zum Beispiel alle, die systemische Therapie durchlaufen haben, denen könnten wir ja mal einen Wert vergeben. Der Wert könnte der Einfachheit halber 1 sein, muss es aber nicht. Zweitens, dieser angenommene Wert ist natürlich ein anderer, wenn ich eine andere Gruppe habe. Ja, also ich brauche natürlich ein bisschen Variation in dieser Variable, also würde ich zum Beispiel allen anderen einfach mal eine 0 geben. Ja? Also den analytischen und den kognitiv-verhaltenstherapeutisch Therapierten. Kurz gesagt, könnte ich das machen, dass ich sage, ich schreibe mir hier mal alle Zustände auf, die ich repräsentieren will, systemisch, kognitiv-verhaltenstherapie, analytische Therapie, kognitiv-analytische. Ich habe mal ziemlich wahllos 5 Patientinnen und Patienten rausgegriffen. Und das Wichtige, was wir jetzt beachten müssen beim Aufstellen eines solchen Codiersystems, ist, dass wir, Stichwort lineare Unabhängigkeit, keine Abhängigkeiten, keine linearen Abhängigkeiten einhandeln. Das würden wir tun, wenn wir, wie auf dem Slide vorher, das habe ich jetzt übersprungen, es gezeigt ist, wenn wir sagen, wir haben 3 Zustände, die könnten wir doch in 3 Dummy-Variablen repräsentieren.
Ja, das können Sie machen. Es ist aber keine adäquate und mathematisch irgendwie verwendbare Funktion, denn, also Transformation, denn dieses System ist dann nicht mehr linear unabhängig. Um K Ausprägungen zu repräsentieren, in diesem Fall diese K gleich drei Therapierichtungen, die hier in meinen Daten vorkommen, brauche ich nur K minus 1 Dummy-Variablen und dann bin ich fertig. Ja? Das heißt, zwei Zustände werde ich jetzt hier repräsentieren. Ich nenne das bewusst auch nur Dummy 1 und Dummy 2. Auf den folgenden Slides ist es dann ein bisschen cleverer benannt, dass man auch weiß, welchen Zustand der Dummy repräsentiert. Aber erstmal ist es einfach nur zwei Dummy-Variablen, um drei Zustände zu repräsentieren. Also Dummy 1 kodiert offensichtlich, der ist sozusagen angeschaltet, 1 für systemische und sonst immer 0, gemäß dieser Definition. Und Dummy 2 ist angeschaltet für kognitive Verhaltenstherapie, sehen Sie das? Und aus für alles andere, also für systemische und analytische. Daraus ergibt sich quasi automatisch dieser Kartezustand, der jetzt nicht explizit repräsentiert ist, sondern nur, ich würde sagen, implizit repräsentiert ist. Wenn diese beiden Dummy-Regressoren 0 sind, das ist hier der Fall und hier, dann wissen wir, das ist muss jemand gewesen sein, der in der analytischen, also so psychoanalytisch therapiert wurde. Ja, das habe ich hier nochmal hingeschrieben. Die Karteausprägung ist quasi durchaus repräsentiert, aber eben implizit repräsentiert, nämlich dann, wenn die anderen beiden oder die Gruppe der K-1 Dummy-Variablen jeweils nichts anderes anzeigt, also sprich 0 ist. Ja? So, das heißt, wir könnten also diese Zuständetherapie repräsentieren in diesen zwei Dummy-Variablen. Die heißen jetzt hier mal Dummy-Sys und Dummy-Cog. Dann wissen wir auch schon, aha, es gibt keinen Dummy analytisch. Das ist also, analytisch ist jetzt der Zustand, analytische Therapie, der quasi irgendwie nur so implizit repräsentiert ist. Wenn wir jetzt in ein Regressionsmodell reingehen, wird das gleich noch interessant sein. Das Regressionsmodell könnte also lauten: Modelliere die Variation, die du in den Depressionsscores hast, mit einem Intercept, B0, einem Regressor, der letztlich einem Dummy-Regressor, der ausdrückt, wurdest du systemisch therapiert, dann hast du dort eine 1, sonst eine 0. Und einem zweiten Dummy-Regressor, wurdest du vielleicht kognitiv verhaltenstherapeutisch therapiert, dann kriegst du dort eine 1 und überall anders eine 0. Ja, oder die in diese Therapierichtung therapiert wurden, bekommen eine 1. So. Gleich rein in die Ergebnisse. Hier SPSS-Output von einem deutschen SPSS mal. Hier das, was wir neulich sonst immer als Coefficients gesehen haben, heißt jetzt hier natürlich Koeffizienten. Und wiederum würden uns letztlich, weil wir hatten gerade drei Terme, richtig? B0, B1, B2. Entsprechend gibt es in diesem Koeffiziententabelle drei Spalten jetzt. Und zwar die Konstante, also der Intercept, hat einen Regressionskoeffizient, ein B0 15,37, dann haben wir ein B1 von 1,2 und ein B2, was negativ ist, minus 2,54. Erstens, wenn Sie mit Dummy-kodierten Variablen arbeiten, dann interessieren Sie sehr oft gar nicht so sehr diese genauen Koeffizienten. Wir schauen uns jetzt hier aber einmal an, dass wir es kapieren, wie es beim Dummy-Coding funktioniert. Oft geht der Blick da direkt auf das R-Quadrat, beziehungsweise auf den F-Test des Modells, beziehungsweise auf die Veränderungen auch des F-Tests. Je nachdem hat es was gebracht, diese Dummy-Variable einzuschließen, also diesen Faktor, in dem Fall den Faktor Therapie als Ganzes einzuschließen. Den Faktor, das ist vielleicht das Wichtigste hier, den Faktor Therapie einschließen bedeutete, zwei Dummy-Regressoren in dem Fall mit ins Modell aufzunehmen. Weil der Faktor eben drei Ausprägungen hat und wir drei Zustände repräsentieren müssen. So, was heißen die Regressionskoeffizienten aber, wenn man es genau nimmt? So wie dieses Modell jetzt gerade aufgesetzt war, ist es so, dass dieser B0, dieser Intercept, automatisch die Referenzgruppe, also die nur implizit repräsentierte Gruppe,
die nur implizit repräsentierte Faktorenausprägung repräsentiert. Sprich, all jene, die die analytische Therapie unterlaufen haben. Warum ist es so? Weil die analytische Therapie, ja, wenn Sie nochmal da oben auf diese Gleichung schauen, nicht eben explizit repräsentiert ist. Die wird sozusagen vom Intercept mit repräsentiert, die wird vom Intercept aufgefressen. Das ist das, was der Intercept abbilden wird. Ja? Das wird, also was im B0 drinsteckt, ist sozusagen nicht der, der Mittelwert von Y, sondern der Mittelwert gegeben, der Erwartungswert von Y, wenn du in der analytischen Gruppe bist. Ja? Das sind diese 15,37. Können Sie gerne nochmal mit dem Graph auch vergleichen, der auf den Slides ist. Da sehen Sie das, können Sie das eigentlich so auch direkt ablesen. Können Sie sich an den Graph erinnern, für kognitive Verhaltenstherapie ging es ein bisschen runter und die systemische war noch mal ein bisschen höher. Und genau das sehen wir jetzt auch hier in diesen Koeffizientenschätzungen. Die Dummy-Variablen sind ja so kodiert, dass sie nur zwischen 0 und 1 hin und her gehen. Können wir also wieder unsere übliche Regel anwenden, wenn du einen Schritt machst von 0, Referenzgruppe, um eine Unit in dem Dummy-Regressor systemische, dann antwortet dir diese Zeile hier, dann sollte deine Schätzung um 1,19 hochgehen. Dann erwarten wir im BDI, also im Depressionsscore, eine Zunahme, eine positive Veränderung, und zwar um 1,19. Das heißt, so sollte sich dann wiederum auch der Mittelwert der systemischen Gruppe hier rekonstruieren lassen, nämlich als Mittelwert der analytischen Therapie. Aber wie gesagt, das war es nur deshalb so, weil die gewählt wurde als Referenzgruppe, weil die nicht explizit kodiert ist, plus 1,19. Und das gleiche Spiel für, wenn ich frage, was passiert, wenn der Dummy-Regressor kognitive Verhaltenstherapie um 1 hochgeht. Dann bewege ich mich sozusagen von der impliziten Gruppe, das waren die, war die analytische Therapie, weg um 1. Und das heißt, ich gehe zu denen, die die kognitive Verhaltenstherapie bekommen haben. Und dann sollte negatives Regressionsgewicht für B2 der erwartete Wert im Depressionsscore runtergehen, relativ zur analytischen. Und das passiert hier auch, dass sozusagen, wenn Sie sich diese drei Zahlen, jetzt hier dieses blaue 15,37, dann 15,37 plus was vorstellen, das sollte der systemische Balken sein und dann noch die kognitive Verhaltenstherapie sollte dann eigentlich den niedrigsten Wert haben. Also so sind jetzt in diesen Daten, hat dieses Regressionsmodell jetzt sozusagen die Daten modelliert, weil wir es gebeten hatten, es mit genau diesen zwei Dummy-Regressoren zu tun. Die Signifikanztests dieser Gewichte drücken dann quasi den Effekt aus, was ich gerade sprachlich schon nachvollzogen habe. Wenn ich mich von der Referenzgruppe weg in die jeweilige Gruppe, in dem Fall bewege, in die jeweilige Faktorenausprägung. Ja? Und die Konstante ist sozusagen der Effekt, das ist natürlich ein bisschen ist so das gleiche Problem, was man immer mit Intercepts hat, möchte man diesen Unterschied von 0 für den Intercept eigentlich interpretieren. Ist von sehr nachgeordneter Interesse nur diese erste Zeile hier. Das war eigentlich schon fast alles, was ich zur Dummy-Kodierung nochmal sagen wollte. Wir verwenden also Dummy-Kodierung sehr, sehr oft. Hinter den Kulissen ist es ein bisschen komplizierter, weil wir sprechen von Dummy-Kodierung, wenn wir sagen, wir wollen Faktoren einschließen. Technisch erlauben uns die verschiedenen Regressionsmodelle aber unterschiedliche Kodierungen. Wir könnten das auch von Hand durchspielen. Es gibt unterschiedliche Arten, wie ich solche Zustände kodieren kann. Die haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Die Dummy-Kodierung war für das, was wir gerade gemacht haben, um so ein Output zu verstehen, die einfachste. Eine weit verbreitete aber, die durchaus auch ihren Charme hat, ist die sogenannte Effektkodierung, nennen wir die mal. Für die gibt es auch verschiedene Namen leider. In Jamovi, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, in Jamovi heißt es, glaube ich, Deviation Coding. Und warum Deviation? Weil, wie Sie sehen, wir haben wieder die Situation, dass wir drei Zustände durch zwei neue Variablen repräsentieren müssen.
Aber wenn Sie hier bitte mal reinschauen in die 2, dann sind die, ist das jetzt nicht mehr 1, wenn das da ist und sonst 0. Das war Dummy Coding oder man könnte auch sagen Indikator Coding oder Indikatorvariablen, sondern hier wird jetzt eine Abweichung, eine Deviation, ein Effekt ausgedrückt. Und zwar dahingehend, dass hier der direkt sozusagen der Effekt systemische versus analytische kodiert wird. Sehen Sie das? Die kognitive spielt jetzt hier gerade überhaupt keine Rolle. Die hat den Wert 0. Und stattdessen gilt die Regel, der Anspruch, dass sich diese neue Effektvariable, die den Unterschied von Effekt zu analytisch kodieren soll, 1 für von systemisch zu analytisch, 1 für systemisch, minus 1 für analytisch, dass die sich zu 0 summieren muss. Das ist also das, was viele von Ihnen aus dem Bachelor als Kontraste eigentlich kennen. Das ist, man könnte auch Contrast Coding hier sagen, statt Effekt Coding. Der Kontrast ist also so, dass er sich zu 0 summieren muss. Und ob er 1 und minus 1 nutzt oder auch sehr häufig 0,5 und minus 0,5, ist eigentlich egal. Man könnte sogar argumentieren, dass 0,5 zu minus 0,5 fast besser ist, weil es ist das dann auch gleich hier genau einem Schritt im Regressor entsprechen würde. Ist aber egal für die Mathematik. Hier ist es jetzt mal der Übersichtlichkeit halber. Dann haben wir keine halben Zahlen hier mit 1 und minus 1 gemacht. Und dann gibt es aber eben noch eine zweite Variable, die ich brauche, um diese 3 Zustände zu repräsentieren. Und die würde jetzt den Effekt zwischen kognitiver, hatte bisher hier keine Rolle gespielt, zwischen kognitiver und analytischer Therapie ausdrücken. Ja. Und das mache ich jetzt hier nicht im Detail aus Zeitgründen, aber die Tabelle, die Parameterschätzungen würden sich ändern. Die Parameterschätzungen würden sich, das können Sie, glaube ich, nachvollziehen, schon allein deshalb ändern, weil diese Frage, wenn diese beiden Variablen 0 sind, also nicht aktiv sind, dann bedeutet es nicht mehr einfach die dritte Gruppe, richtig? Also sozusagen der Intercept würde nicht mehr einfach den Mittelwert repräsentieren, sondern der Intercept würde jetzt eigentlich repräsentieren, dass alle beiden Kodiervariablen auf minus 1 sind, statt auf 0. Ja. Ändert die Schätzungen. Warum ich hier relativ schnell drüber gehe, ist die wichtigere Tatsache, dass sich an R² zum Beispiel überhaupt nichts ändert. Also an der Güte unseres Modells als Ganzes ändert es gar nichts. Und mit unserem geometrischen Verständnis können wir das jetzt, glaube ich, auch nachvollziehen, weil wir sagen können, wir haben jetzt 3 Zustände durch 2 einfache orthogonale Regressoren repräsentiert. 3 Zustände haben wir durch 2 orthogonale Regressoren repräsentiert. Warum orthogonal? Wenn Sie nochmal zurückgehen zu dem, wie ich das Dummy-Coding eingeführt habe, haben wir gesagt, diese Variablen sind linear unabhängig voneinander. Das heißt, im Geometrischen, sie sind orthogonal zueinander. Und das gilt sowohl für Dummy-kodierte Variablen, muss gelten, wie auch für solche Effekt-kodierten Variablen. Ja? Also auch diese beiden hier sind nicht linear voneinander abhängig. Wenn ich eine dritte Variable dazu nehmen würde, würde ich mir letztlich Multikollinearität reinholen, beziehungsweise sogar Nichtschätzbarkeit, also perfekte Multikollinearität, da würde das Modell zusammenbrechen. Und das gilt für jede dieser Kodierungsschemata. Ja? Sie müssen immer so sein, dass sie linear unabhängig sind. Das soll es gewesen sein. Sie werden sicher im Seminar noch dazu eine Übung machen. Dummy Coding als Prinzip ist wichtig, dass man es kennt. Von Hand durchführen müssen Sie es natürlich zum Glück, müssen es alle zum Glück eher selten. Den zweiten großen Punkt, den ich jetzt besprechen möchte in diesem Video, ist, was nützt uns Dummy Coding? Dummy Coding nützt uns dann, wenn wir unter dem Dach des linearen Modells solche uns vielleicht eigentlich interessierenden Faktoren, in diesem Fall gerade Therapierichtung, vereinigen wollen, zusammenbringen, zusammen betrachten wollen mit anderen Variablen, metrischen Variablen üblicherweise, von denen wir glauben, dass sie uns ungewünschte
Fehlervarianz aufklären können, dass sie uns sozusagen helfen können, unsere Fehlervarianz kleiner zu kriegen. Und dafür benutzen wir die sogenannte ANCOVA oder Kovarianzanalyse. Hier müssen wir mal kurz was festhalten. Das ist sozusagen eine klassische Definition, die ich jetzt mache. Das bedeutet nicht, dass in jedem Lehrbuch die immer so gemacht wird. Eine Kovariate ist im ganz klassischen Sinne der Kovarianzanalyse immer kontinuierlich. Und sie dient eigentlich klassischerweise lediglich als Kontrollvariable. Im Englischen sagen wir auch Nuisance Regressor. Also ein Regressor, der was kontrollieren, einfangen, wegräumen soll, der störende Fehlervarianz in diesem Pac-Man-Sinne schon mal wegbeißen, wegräumen soll, sodass wir uns in unserer eigentlichen Interpretation auf das beschränken können, was uns interessiert. Die Kovariate ist ebenfalls, das ist der dritte Punkt hier, streng genommen lediglich beobachtet, passt eigentlich zu dieser zweiten Definition, es ist was, was halt so ist, was wir nicht ändern können, was wir messen können, aber was wir nicht beeinflussen können. Also in einem klassischen Setup einer ANCOVA, und wir können bei diesem Therapiebeispiel uns das zumindest auch so vorstellen, wäre es ja so, dass das, was uns interessiert, der Faktor Therapierichtung, zum Beispiel in dem Sinne eines randomisierten Experiments von uns zugewiesen wurde. Wir übernehmen Kontrolle über diese Variable. Und dann gibt es jetzt vielleicht eine Kovariate, die wir nur gemessen haben. Wir werden gleich sehen, das sind die Stunden Sport, die unsere Patienten machen, oder? Ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches. Ich glaube, ich verwende gleich Sport dafür. Also eine Variable, die wir eben auch beobachten können, über die wir aber nicht per se dieselbe experimentelle Kontrolle haben. Das ist eine Kovariate im ganz klassischen Sinne der Kovarianzanalyse. Das hält leider niemand davon ab. Mich auch nicht immer, Kovariate eigentlich für alles zu nehmen, was man in so ein lineares Modell reinstopft. Sprich, manche verwenden es einfach gleichbedeutend mit Regressor. Ja? Vor allem, wenn man mehrere Regressoren hat, nennt man die alle manchmal auch Kovariaten. Aber jetzt für heute wollen wir es mal ein bisschen genau nehmen sagen. Im Unterschied zu so einem Faktor ist eine Kovariate was kontinuierlich ist, was wir auch gemessen haben, was wir jetzt mit hinzunehmen ins Modell. Man kann sich das auch grafisch vorstellen. Ich führe hier jetzt sozusagen eine Art ein, die wir eigentlich erst in ein paar Wochen sehen, wenn wir über Strukturgleichungsmodelle sprechen und wenn wir dann auch solche grafischen Darstellungsarten auch nochmal ganz explizit benutzen, um in einer dedizierten Veranstaltung zur Kausalität quasi letztlich über die Ab- und Anwesenheit dieser Pfeile hier zu sprechen. Ich benutze trotzdem mal diese relativ intuitive Art kurz, um eine Kovariate, wie wir es gerade besprochen haben, darzustellen. Das heißt, eine Kovariate ist was, das hat unter Umständen einen Einfluss im Sinne einer Relation, eines Zusammenhangs, einen Zusammenhang mit Y, was wir eigentlich messen wollten, hat aber nichts mit dem eigentlich uns interessierenden X, dem Treatment, dem Faktor, im jetzigen Beispiel gerade der Therapie zu tun, sodass wir sagen können, Y hat sozusagen verschiedene Varianzanteile, irgendeine Fehlervarianz, die wir nicht kennen, also sprich alle möglichen anderen Einflüsse auf Y, die dafür gesorgt haben, dass Y so ist, wie es ist, eine gewisse systematische Varianz, die wir hoffentlich mit unserem Faktor im Sinne eines Experiments vielleicht sogar ausgelöst haben und dann eben noch vielleicht etwas, was wir jetzt gemessen haben, was kontinuierlich ist, eine Kovariate, deshalb nenne ich die auch mal C, Covariate. Dieser Fall ist zu unterscheiden, abzugrenzen von dem Fall der Konfundierenden, aber ich sehe gerade, das kommt auf einem Extra-Slide, da sage ich gleich nochmal was dazu. Das ist die Kovariate. Der geschätzte Kollege Steven Senn hat dazu das Beispiel, dass er sagt, ich möchte eigentlich wissen, was passiert, wenn ich Sonnenbrand messe als Outcome, Y, unter verschiedenen Sunblockern. Also Steven Senn kommt tatsächlich aus der lang für die, also so auch Medikamententrials, Erprobungen von neuen Medikamenten, sehr, sehr viel zur Statistik dort beigetragen. Deshalb ist es ein lustiges Beispiel von ihm, zu sagen, ich habe verschiedene Sunblocker entwickelt, also verschiedene Sonnencremes. Man möchte gucken, was die auf Y machen. Es könnte sich aber anbieten,
in dem Fall den Hauttyp mit ins Modell einzuschließen. Was jetzt an dem Beispiel schon wieder meine ersten Empfehlungen verletzt, ist, die Hauttyp wäre jetzt genau auch keine kontinuierliche Variable. Man könnte aber, ja doch, genau, also trotzdem hat er das mal so dargestellt. Es wäre bis auf dieses kontinuierlich, das müsste man dann in Klammern schreiben, damit es zu dem Beispiel passt, würden wir sagen, Hauttyp ist also eine Kontrollvariable, von der wir annehmen, dass sie nichts zu tun hat mit den Sunblockern, weil das werden wir gleich randomisieren. Wir werden gleich randomisiert sagen, welchen Sunblocker du kriegst. Das kann also nichts mit deinem Hauttyp zu tun haben. Nichtsdestotrotz kann dein Hauttyp hier einen Einfluss haben. Und bei der Aufklärung von Y könnte es also sinnvoll sein, ins Modell Hauttyp mit einzuschließen. Am Beispiel unserer Therapie bleibend lieber, würden wir sagen, wir haben jetzt zufällig hier auch noch die Information, dass wir sagen, wir haben, wir haben eine Variable Stundensport pro Woche mit erhoben. Ja? Die gemeinsame Analyse solcher metrischer und kategorialer Variablen unter dem Dach der GLM, das ist das, was technisch eine Kovarianzanalyse ist. Ja? Im ganz strengen Definitionssinne oder im klassischen Sinne einer Kovarianzanalyse betrachten wir jetzt auch gleich, das ist schon mal vorneweg, gar keine Interaktion unserer kategorialen Variablen mit dieser metrischen Variable. Wenn wir mehrere kategoriale Variablen hätten, also denken Sie jetzt Varianzanalyse, faktorielles Design, Faktor A, Faktor B, dann haben wir ja natürlich auch die Interaktion davon, die uns interessiert. Wenn wir eine Kovarianzanalyse machen, und das ergibt sich auch gleich nochmal schön aus der Geometrie und aus dem, was ich schon gesagt habe, über so Varianz rausbeißen. Nehmen wir an, dass die Kovariate quasi Varianz an Y aufklären soll, aber nicht interagieren soll. Das glauben wir gar nicht, dass sie das tut und es interessiert uns irgendwie auch gar nicht, dass sie interagiert mit unseren kategorialen Faktoren, unseren kategorialen Variablen. Die Idee ist also, Varianz im Kriterium, im Outcome Y aufzuklären und dadurch eigentlich die Residuen zu verringern. Ich kann das mal nochmal an so einem Kuchendiagramm vielleicht zeigen oder kurz illustrieren nochmal. Wir können ja die Variabilität in Y uns immer vorstellen als Variabilität, die auf einen Fehler zurückgeht und Variabilität, die wir durch unser Treatment, durch unseren Faktor aufklären können. Die Idee ist jetzt also, dass, sehen Sie den Unterschied hier, die Fehlervarianz kleiner wird, wenn wir eine zusätzliche Varianzquelle kennen, messen und benutzen in unserem Modell. Also die Größe, die unsere Kovariate ist. Und warum wollen Forscherinnen und Forscher das gerne machen? Letztlich kann man sich das vorstellen wie eine, ja, doch man kann sagen, Erhöhung der Power, der Sensitivität meines Verfahrens. Also dieses C, was ich in die ANOVA hier einfüge, sollte dazu führen, dass ich in einem F-Bruch, in einem F-Test, der fragt, wie viel kann ich durch mein mich interessierendes Modell, in dem Fall sage ich mal mein Treatment erklären, relativ zu wie viel kann ich nicht erklären. Also bildhaft gesprochen, wie groß ist die gelbe Fläche verglichen zur blauen Fläche, dass das hier weniger vorteilhaft aussieht als hier. Ja, nochmal, hier auch der F-Test fragt auch hier nur, was ist das Gelbe relativ zum Blauen. Aber das Gelbe, obwohl es sich nicht verändert hat, sieht natürlich viel besser aus gegenüber dem Blauen, weil wir diesen Teil haben, den die Kovariate erklären kann und den wir sozusagen a priori zur Seite räumen können. Genau, also so schließen wir jetzt ins Modell diese Variable mit auf. Und jetzt können wir quasi einen Schritt zurückgehen. Wir mussten dazwischen kurz uns klar machen, wie wir eigentlich das uns interessierende Therapie einschließen können. Da war die Antwort, die drei Therapiezustände schließen wir mit zwei Dummy-Variablen ein. Und jetzt nehmen wir zusätzlich einfach multiple Regressionen, klar, diesen Sport hier, die Stunden Sport pro Woche mit auf ins Modell.
Das Modell sieht dann also so aus, wie wir es kannten. BDI, Depression, wird erklärt durch B0. B1 und B2 sind die Dummy-Regressoren für die Therapieform. Und B3 ist der Sport quasi. Ja? Und die metrische skalierte Variable wird einfach mit hier aufgenommen. So, wie sehen die Modellschätzungen dann aus? Erstmal haben wir einen neuen Mittelwert. Der hat sich jetzt verändert, verglichen zu vorher, weil das Regressionsmodell sich verändert hat. Das ist nochmal eine ganz anschauliche Art, wie Sie jeden Term nur so interpretieren dürfen, dass Sie in Ihrem gedachten Antwortsatz alle anderen Terme im Modell auch mitdenken. Das wäre nämlich der Mittelwert der Depression, wenn der Sport 0 Stunden pro Woche wäre. Ja? Wenn der Sport nicht skaliert ist, dann entspricht es nicht dem mittleren Sport, sondern dann heißt es einfach, ja, tatsächlich 0 Stunden Sport. Also, können wir mal so ausführen, bei 0 Stunden Sport in der Referenzgruppe, Dummy Coding, das war die analytische Therapie, würde dieses Modell dir einen Depressionsscore von 21 auf den Kopf zusagen. Ja, für dich vorhersagen. Wenn du dann bei konstantem Sport wärst du in der, das ist jetzt das Muster, was wir schon kennen, wärst du in der systemischen Therapiegruppe nochmal ein bisschen höher im vorhergesagten Depressionsscore und in der kognitiven ein bisschen niedriger. Also dieses relative Muster darf sich natürlich jetzt nicht ändern. Das hat sich nur alles nach oben verschoben, weil Sport neu drin ist und jetzt gerade für diese Interpretation erstmal mit 0 Stunden Sport hier reinhaut. Und jetzt kommt aber eben noch der Sport dazu, der im Prinzip eben, und das ist ganz wichtig, da packe ich mal noch eine andere Farbe aus, hier nämlich orange, sehen Sie das hier? Sport, also drehen wir das mal um und interpretieren mal den Sport kurz und sagen, wenn du in der analytischen Gruppe bist, dann sind nämlich diese ganzen Regressoren hier 0, ja, dann ist es erstmal so, dass für jede Stunde Sport pro Woche mehr der beobachtete Depressionsscore um 1,3 Punkte abnimmt. Dies ist ein von 0 vermutlich stark verschiedener Effekt. Die Nullhypothese, dass Sport nichts zu tun hat mit Depressionen, die weisen wir zurück bei einem T-Wert von minus 8. Ja? Auch wenn man sich nur als Fingerübung mal die standardisierten Betas anguckt, ja, auch dann wird man sehen, dass dieser Sport hier einen relativ zu den anderen großen Effekt hat, eine große Auswirkung. Insofern war es anscheinend schon mal eine gute Idee, das Modell anzureichern um diese Sportvariable. Ja? Wenn man das dann im Output, wenn man so will, ANOVA-Table des Modells sich anguckt, dann habe ich das hier, muss ich mal kurz schauen, ich habe es hier zweimal durchgeführt, hier drüben eigentlich das, was wir schon kannten. Ich habe da SPSS-Code einfach verwendet. Das ist der sozusagen, dann sehen Sie das auch mal, wie das in SPSS aussehen würde. Manche von Ihnen haben vielleicht mit SPSS auch im Bachelor mal gearbeitet. Der SPSS-Code ist hier sozusagen Design gleich Therapy. Hier wird nur Therapie eingeschlossen. Hier oben steht auch UniANOVA BDI-Score by Therapy. Also erklär mir mal den BDI-Score aus der Therapierichtung. Ja? Dann sehen wir, ja, hat einen satten Effekt, einen F-Wert von 18 fast sozusagen. Da können Sie jetzt wieder an das Kuchenstück denken. Gelbe Varianz zu blauer Varianz, das ist 18 mal größer, das ist gut. Hier drüben aber, im Prinzip gleiches Modell, aber zusätzlich als eine Kovariate wurde der Sport mit ins Modell aufgenommen. Hier oben wird es in dem Code so ausgedrückt, dass man sagt, nicht by therapy, aber with sport. Also sozusagen, da sieht man schon, dass in dieser UniANOVA-Syntax zumindest die Kovariate so ein bisschen auch eine Spezialrolle hat. Die wird gar nicht als by hier geführt, sondern nur so with. Nimm das mal noch mit ins Modell auf. Das Wichtigste, was passiert hier, ist, dass der uns interessierende F-Test
für die Therapie noch deutlicher ausfällt. Sehen Sie das? Also das ist hier jetzt alles jenseits von Gut und Böse, denn ein F-Wert von 18 ist quasi immer signifikant und ein F-Wert von 24 erst recht. Nichtsdestotrotz, der F-Wert ist größer. Sehen Sie bitte auch, wie die klassische Kovarianzanalyse Ihnen keine Interaktion oder sowas zwischen Sport und Therapierichtung ausgeben würde. Es sei Ihnen unbenommen, sich für diese Interaktion zu interessieren. Könnte doch Sinn machen, dass man sagt, ja gut, wenn du schon regelmäßig Sport machst, vielleicht springst du dann besonders auf kognitive Verhaltenstherapie an. Also vielleicht sind bei viel Sport die Therapieunterschiede sogar noch ausgeprägter. Oder andere Interaktionsmuster, die Sie sich ausdenken können. Die klassische Kovarianzanalyse testet es aber nicht. Was Sie auch noch sehen können, ist aber, dass wir von etwa 11% Varianzaufklärung des BDI-Scores durch Therapieform zu fast adjustiert über 20% Varianzaufklärung kommen. Ja? Also hier schöner Fall, natürlich konstruiertes Beispiel, schöner Fall, wie das Einschließen einer Kovariate ins Modell uns sehr, sehr nützlich sein kann. Das Wichtigste vielleicht, oder eine wichtige Betrachtung dazu, jetzt noch zum Abschluss dieser Idee der Kovarianzanalyse. Was heißt denn das geometrisch? Was haben wir denn eigentlich gerade gemacht? Repräsentieren wollten wir eigentlich sowas, was hier oben im Variable Space mal gezeigt ist. Ich habe eine Variable y und die hängt linear mit einer Variable z zusammen. Ja, das wäre also hier unser Sport, das wäre die Depression und das wären die Therapien. Zum Beispiel, das wäre analytisch, ich kann jetzt hier gerade nur zwei zeigen, das wäre analytisch, das wäre kognitiv. Okay? Linearer Zusammenhang zwischen einer Variable z, da können wir auch hier gern schon mal auf die Geometrie rüberschielen. Schöner Zusammenhang zwischen einer aufzuklärenden Variable y und einer Variable z. Ja? Und jetzt fragen, was uns aber eigentlich interessiert, ist dieser Gruppenunterschied. Also was uns eigentlich interessiert, ist so eine Art Average-Unterschied im BDI zwischen der einen Gruppenausprägung versus der anderen Gruppenausprägung. Das interessiert uns, das ist unsere Forschungshypothese. Deshalb machen wir hier Forschung zu Therapierichtungen zum Beispiel. Wir modellieren das Ganze jetzt aber, indem wir sagen, wir nehmen eine fixe Regressionslinie an für Sport auf BDI und die verschieben wir nur noch rauf und runter durch Addition dieses Therapieterms sozusagen. Geometrisch bedeutet das, ich modelliere erstmal den Zusammenhang zwischen meiner Kovariate Z und dieses zunächst oder erstmal ist natürlich rhetorisch. Sie haben gesehen in dem Video zur multiplen Regression, dass das natürlich alles auf einmal passiert. Aber ich greife hier nochmal zu dieser Idee, dass wir im linearen Modell, weil das alles additiv ist, uns das auch mal vorstellen können, wo immer es uns hilft, und hier hilft es uns, dass wir das eigentlich so sequenziell abschreiten. Ja? Und dann würde ich hier bei der Ankova immer sagen, zunächst räumst du auf, indem du den Varianzanteil in Y, den du durch Z erklären kannst, erklärst, das machst du, da wirst du in diesem Fall ein starkes Regressionsgewicht bekommen. Das sieht man hier grafisch auch nochmal. Schöne Steigung. Und wir haben es für unsere Daten mit Sport auch gerade gesehen. Sport allein war ein solider Prädiktor der Depression. Ja, das wäre also dadurch repräsentiert hier im Modell. Kleiner Winkel zwischen Kovariate Z und, kannst auch hier nochmal hinschreiben, das ist quasi der BDI Original und das ist der Sport. Ja? Und die haben viel miteinander zu tun. So, nachdem ich sozusagen Sport oder Y darauf regressiert habe, bleibt mir etwas übrig. Bleibt mir ein Anteil übrig, das ist das, was ich in meinen Slides eigentlich dann mal als Epsilon Stern oder Epsilon Prime oder so bezeichnet habe. Also nachdem ich den ersten großen Regressor hier rausgenommen habe, bleibt mir ein Epsilon Stern quasi übrig, was auf jeden Fall orthogonal zu Sport ist oder orthogonal zu meiner Kovariate. Und das
das regressiere ich jetzt sozusagen auf meinen eigentlichen Regressor oder, wenn es mehrere Dummy-Regressoren sind, auf meine mich eigentlich interessierenden Regressoren. Ja. Wo wir dieses Bild hier gerade haben, sei mir erlaubt anzumerken, dass wenn ich nur zwei Gruppen zum Beispiel repräsentieren will, so wie hier Gruppe 1, Gruppe 0, ja, oder nur zwei Therapierichtungen gehabt hätte, dann kann ich das nach dieser Logik des Dummy-Codings, kann ich dann diese zwei Zustände mit einem Dummy-Regressor repräsentieren, richtig? Dann hätte ich nämlich nur einen Regressor, der aus 1 und 0 kodiert, und den kann ich natürlich wunderbar als eine Variable darstellen, zum Beispiel diese Variable x hier. Also was hier grafisch gezeigt ist, wäre quasi die Variante mit zwei Gruppen nur. Und ich kann dann auf jeden Fall dieses y, nachdem ich Sport aus dem Weg geräumt habe, regressieren auf x und bekomme so letztlich diese Schätzung und habe jetzt hier also Fehlervarianz wiederum verkleinert, indem ich vorher die ganze Problemlage projiziert habe in den Raum, der orthogonal ist zu dieser Variable Sport. Aus dem Bild ergibt sich die Kernidee der Ankova. Die Ankova macht dann besonders Sinn, wenn du so eine Variable zur Hand hast. Wenn du eine Idee hast, für eine Variable, wo gehe ich dann nochmal kurz hin, da gehe ich vielleicht nochmal zu dem Problem hier. Wenn du also die Idee hast einer Variable c, die du gemessen hast, ich gehe mal nochmal eins zurück, Verzeihung, wir gehen zu dem hier. Wenn wir sagen, wir haben was beobachtet, von dem wir schon wissen oder annehmen können, dass es einen großen Teil von Varianz in y erklärt. Das ist also sozusagen als Vektor gedacht in einer ähnlichen Richtung wie y ist, aber nichts mit unserem Faktor, uns interessierenden Faktor oder unseren interessierenden Faktoren oder auch Regressoren zu tun hat. Und das ist eben besonders dann der Fall in klassischen faktoriellen Designs, wo wir davon ausgehen können, weil wir das hier randomisiert haben, kann eigentlich so eine andere Variable nichts damit zu tun haben. Aber sie kann natürlich mit y was zu tun haben. Das ist ein Wesen einer Kovariate. Wenn wir also so eine haben, schließt sie doch mal ins Modell ein. Und, Verzeihung, muss da noch mal kurz durchspringen, das geht schneller. Außerdem haben wir es nochmal im Schnelldurchlauf. Und ihr werdet unter Umständen erfolgreicher sein im Aufklären von Varianz in eurer y-Variable. Zusammenfassung also, unerwünschte Varianz aufklären. Das ist hier nochmal gezeigt, dann auch grafisch, indem das, was ich angedeutet hatte, sich sozusagen verwirklicht. Streng genommen nimmt man an, dass wir eigentlich diese Regressionslinie natürlich nicht, die darf nichts mit der Therapieart zu tun haben, sondern es gibt nur einen Regressionszusammenhang zwischen Kovariate und Y-Variable. Ja, haben wir vorher in den Bildern auch als Z bezeichnet und das als Y. Und die Dummy-Variablen schieben sozusagen diese Regressionsgerade jetzt nur rauf und runter. Und wenn sie das wirksam tun, sieht man das jetzt umso besser, als wenn man diese Variable Sport gar nicht dabei gehabt hätte. Ein oft gesehener Missbrauch der Ankova ist, also ein Missverständnis, muss man sagen, der Ankova ist zu sagen, meine Gruppen unterscheiden sich leider schon vor meiner Interaktion, vor meiner Intervention zum Beispiel. Also sie wollen zum Beispiel, leicht anderes Beispiel, aber ähnliche Ecke, sie führen ein Gewichtsreduktionstraining durch mit kognitiver Verhaltenstherapie versus eine Kontrollgruppe. Und sie haben ein Outcome, ein Response, das wäre die Gewichtsänderung in Kilogramm. Sehen wir hier gleich mal ein kleines Zahlenbeispiel. Y, der erste Patient wurde also um 5 Kilo leichter. Da gibt es aber auch welche, die haben gar nicht abgenommen oder ganz wenig. 3 Kilo, 2 Kilo, 5 Kilo abgenommen. Das sind die Daten. Ja? Und hier sehen wir das nochmal. Die zwei Zustände, kognitive Verhaltenstherapie, CBT hier auf Englisch, versus Wartekontrolle ist zu repräsentieren in einem Dummy-Regressor, der einfach 1 ist, wenn du in der Therapiegruppe warst, und 0, wenn du in der Wartekontrollgruppe warst.
Das Baseline-Maß, was jetzt hier noch dazu erhoben wurde, was sozusagen vielleicht gerade rumliegt, ist der Body-Mass-Index prä der Intervention. Und das sehen wir jetzt, dass es nun mal so war, dass die drei, die in der, von diesem Ausschnitt hier aus den Daten, die drei, die in der kognitiven Verhaltenstherapie-Gruppe sind, die waren halt auch schwerer. Kann halt vorkommen. Keine, selbst wenn sie das randomisiert zugewiesen haben, zu ihren Gruppen, kleine Studie vielleicht auch, ist halt nicht perfekt. Ja? Sie haben eben diesen Baseline-Unterschied jetzt hier. Und was also, sozusagen, sie haben eine nicht ganz gelungene Randomisierung, kann man sagen. Ja? Was jetzt oft gemacht wird, ist, dass gesagt wird, naja gut, okay, das machen wir mit einer ANCOVA, dann nehmen wir einfach das mit ins Modell auf. Das können sie machen, aber es ist nicht ganz das, was die Kovarianzanalyse sich, wozu sie gedacht ist. Das ist nicht Sinn der ANCOVA und eigentlich verletzt es sogar die Annahme, denn was sie ja jetzt hier zeigen, ist, dass, oder was jetzt eigentlich als Modell im Raum steht, ist die Idee, dass der Effekt von kognitiver Verhaltenstherapie ein anderer ist, abhängig vom BMI, oder andersrum ausgedrückt, dass der Zusammenhang zwischen BMI und Gewichtsabnahme irgendwie ein anderer ist, je nachdem, in welcher der beiden Therapiegruppen du warst. Zumindest ist es jetzt die Möglichkeit, dass das hier passiert. Was ich mit dem Beispiel nur sagen möchte, ist, wenn Sie sozusagen auf Design-Ebene eine Konfundierung sich eingehandelt haben, das ist, was wir eine Konfundierung nennen, dass eine Variable Z mit ihrer X-Variable zusammenhängt. Ja. Bitte beachten Sie diesen roten Pfeil und vergleichen Sie das mit dem Bild, was wir vorne gezeichnet haben, als wir gesagt haben, es ist ein wirklich eine klassische Kovariate. Eine klassische Kovariate zeichnet sich dadurch aus, dass sie mit Y kovariiert, aber nicht mit meinen anderen Variablen X, zum Beispiel meinem Treatment, meinen Faktoren im Modell. Ja? Also das hier ist dann eine sogenannte konfundierende. Design-Konfundierung kann ich nicht mit einer ANCOVA in dem Sinne auflösen. Genau. Wenn überhaupt, scheint es hier so zu sein, dass die Forscherin, die diese Idee hatte hier, vielleicht eine Interaktion testen sollte von: Wirkt meine Therapie anders, je nachdem, welchen BMI ich mitgebracht habe? Das ist dann wieder eine andere Frage. Das ist eine, die wir gleich noch betrachten werden, wenn wir noch kurz über Moderation sprechen in den letzten paar Minuten der Stunde. Aber kein Fall für eine ANCOVA, letztlich, weil hier diese Designkonfundierung da ist, die wir genau bei der ANCOVA annehmen als abwesend. Ja, bei der ANCOVA nochmal C. Ja, kann vielleicht Varianz in Y aufklären. Aber C darf per Definition in der Kovarianzanalyse nichts mit X zu tun haben. So. Das sehen Sie hier nochmal auf einen Blick. Situation einer Kovariaten C versus ein sogenannter Confounder oder eine Konfundierende, in dem Fall Z, die zum Beispiel auch eine gemeinsame Ursache von X und Y sein kann. Diese Situation ist, wenn Sie randomisieren, ja, kann dann eigentlich nur noch als Betriebsunfall vorkommen, kann aber nicht kann in Ihrer Stichprobe mal da sein, aber kann eigentlich nicht wirklich wahr sein, weil, wenn Sie randomisieren, denn dann übernehmen Sie Kontrolle über welchen Wert X annimmt, sprich welche Ausprägung von X eine bestimmte Beobachtung bekommt, und das bedeutet gleichzeitig, Sie löschen sozusagen alle Einflüsse auf X. Ja? Es gibt sozusagen viele Einflüsse auf eine Variable X, immer. Wenn wir aber randomisieren, dann machen wir eigentlich Folgendes: Wir annihilieren all diese Einflüsse und wir übernehmen Kontrolle. Wir sagen, welchen Wert von X du kriegst, oder deine Randomisierung entscheidet es, oder Gott entscheidet es, oder wer auch immer, aber auf jeden Fall nicht mehr diese anderen Variablen, ja, und dadurch kann es auch keine Konfundierung geben. Aber, damit das Bild wieder funktioniert, muss ich natürlich einmal doch nochmal reinmalen, hier den roten Pfeil. Wenn dieser Pfeil da ist, dann ist Z ein Confounder, ja,
eine gemeinsame Ursache zum Beispiel, warum X die Ausprägung annimmt, die sie annimmt, und Y die Ausprägung annimmt, die sie annimmt. Haben wir natürlich relativ oft in den Sozialwissenschaften und in der Psychologie, weil wir die Variable X eben sehr oft auch nicht randomisieren konnten, sondern sie eben auch nur beobachtet haben. Ja. Wir fragen, was hat Arbeitslosigkeit mit Depression zu tun, oder Depression und Alkoholismus und Arbeitslosigkeit. Wenn wir uns in solchen Gemengelagen, multivariaten Gemengelagen bewegen, haben wir über keine dieser Variablen wirklich experimentelle Kontrolle, richtig? Die beobachten wir alle. Und dann ist es umso schwerer zu entscheiden, mit was für einer Konfiguration wir es eigentlich zu tun haben. Jener einer Kovarianten oder jener eines Confounders. Aber dazu auch mehr später im Semester. Ich muss nur immer mal wieder auch entlang der Strecke sozusagen diese Graphen hier verwenden und diese Erinnerungen hier kurz platzieren. Also, für heute haben wir gelernt, was eine Kovariate ist vor allem. Das war heute unser Thema und das war diese Situation hier drüben. So, bleibt uns zum Abschluss vielleicht in den letzten 10 Minuten noch zu klären, wie wir jetzt in so lineare Modelle, nachdem wir können Faktoren aufnehmen, wir können dank des Dummy-Codings, wir können auch zusammen Faktoren und kontinuierliche Variablen aufnehmen. Aber wie machen wir es mit Interaktionen? Sprich, mit dem, wenn die Wirkung, sage ich mal, der Einfluss, die Assoziation der einen Variable mit unserem Outcome davon abhängt, welchen Wert eine andere annimmt. Das ist eigentlich streng genommen das, was eine Interaktion meint. Wie gehen wir damit um? Um in dem Bild zu bleiben, was ich gerade bei der Kovarianzanalyse hatte, wo wir nämlich gesagt hatten, es gibt eigentlich nur eine Regressionslinie und diese Regressionsgerade wird rauf und runter verschoben, indem ein konstanter Wert für die Dummy-Regressoren drauf addiert wird, ist es jetzt hier so, in einer Interaktion, dass wir die Steigung, die eine Variable zeitigt, also den Einfluss, die Stärke der Assoziation, die sie hat mit unserem Outcome, wirklich verändert wird. Ja, also hier, Sie sehen die unterschiedliche Steigung, mal ohne jetzt überhaupt gerade zu gucken, was in dem Graph drin ist. Okay, wir betrachten es mal kurz ganz, ganz abstrakt. Diese Steigung im Variable Space, wohlgemerkt, ändert sich also abhängig von einer anderen Variable. Gezeigt ist es hier eigentlich, was ist hier eigentlich gezeigt? Gezeigt ist hier die Inzidenzrate, also das Neuauftreten einer Krankheit zum Beispiel, ja, mit dem Lebensalter. Und generell ist es also so, dass Leute, die einem bestimmten Risikofaktor nicht ausgesetzt waren, also sagen wir mal zum Beispiel, das wäre eine, genau, das ist ja ganz allgemein, das ist aus einem Epidemiologie-Lehrbuch, sollte ich sagen, da wird ganz allgemein für Krankheiten gesprochen. Das Beispiel dazu können wir uns jetzt quasi selber überlegen und deshalb greife ich mal zu einem Beispiel mit einer Krebserkrankung, also irgendein bestimmter Krebs, zum Beispiel ein Lungenkrebs vielleicht, ja, vielleicht der etwas verrückte Fall von Lungenkrebs bei Nichtrauchern, kommt ja auch vor, wenn auch halt seltener. Und dann könnten wir sagen, natürlich wird mit dem Alter die Wahrscheinlichkeit, dass Krebserkrankungen auftreten, höher sein, also positiver Zusammenhang. Für Leute, die aber nie mit Asbest gearbeitet haben oder in Asbest kontaminierten Gebäuden gelebt und gearbeitet haben, sieht dieser Zusammenhang mit Alter vielleicht so aus. Wenn aber dazu eine Exposition mit einem krebskarzinogenen Stoff wie Asbest noch dazukommt, quasi, dann ist es so, dass der Alterseffekt sich sozusagen verschärft, kann man sagen. Wie jede Interaktion kann ich mir das jetzt auf unterschiedliche Arten sprachlich zurechtlegen. Es läuft aber immer darauf hinaus, dass sich sozusagen, dass das Regressionsgewicht, der Einfluss in dem Fall von Alter, nicht konstant ist für Exposed und Unexposed. Das wäre der Fall,
wenn wir hier parallele Linien hätten. Da können Sie sich auch daran erinnern, wie wir im ersten Semester miteinander oder wie Sie mit Ihren Dozenten im ersten Semester überhaupt Effekte und Interaktionen gesprochen haben. Da war immer eine wichtige Grundidee zu sagen, stell dir parallele Linien vor. Ja? Und wenn nicht Parallelitäten in so einem Graph sind, dann sind es Interaktionen. Im Sinne des linearen Modells ist es sehr wortwörtlich so zu verstehen, dass die Steigungen bedingt für den anderen Regressor, mit dem hier interagiert wird, eben nicht parallel sind, sondern ansteigen. Ja? Nicht parallele Regressionssteigungen abhängig von einem sogenannten Moderator. Der Moderator ist also der dafür sorgt, dass wir eine Moderation oder Interaktion bekommen. In diesem Fall wäre es am einfachsten zu konzeptualisieren, dass man sagt, man hat einen linearen Einfluss von Alter und dieser wird moderiert durch Exposure, ja, der macht etwas mit dieser Steigung. Ja. Was ich an Moderator sprachlich, glaube ich, ich persönlich nicht mag, ist das Moderieren im Deutschen, wenn man es ganz also einfach so im Sprachgebrauch meint moderieren oft sowas wie ein bisschen milder machen oder sowas und damit hat es natürlich nichts zu tun. Also moderieren heißt in dem Fall einfach nur ändern. Ja? Modifizieren, der Modifikator könnte man vielleicht auch sagen. Wie mache ich das jetzt in der Regression? Eigentlich meinen wir ja sowas. Wir meinen, dass eine Variable x1 einen Einfluss im Sinne einer Assoziation mit einem Outcome hat. Und dass dieser Einfluss, haben wir gerade gesehen, aber davon abhängt, welchen Wert eine andere Variable einnimmt. Ich gehe jetzt hier nochmal in ein leicht anderes Zahlenbeispiel rein. Und zwar werde ich jetzt im Folgenden die Arbeitszufriedenheit versuchen vorherzusagen aus der Belastung, die ein Arbeitnehmer berichtet oder empfindet oder hat, und dem Handlungsspielraum, den er aber in seiner Arbeit ja, das sind die drei Variablen, mit denen wir jetzt ein bisschen rumspielen werden. Das kann ich nicht wirklich mathematisch repräsentieren. Ich kann nicht einen Pfeil nehmen und einen anderen Pfeil. Das so wird es nicht gehen. Aber was geht, ganz simpel, ist zurück zu dem Beispiel mit der Exposure und dem Alter gerade nochmal. Was wir dort ja gesehen haben, war, der Effekt von Alter ist dann eigentlich nicht mehr, der hat nicht mehr die gleiche Steigung, sondern je nachdem, wo ich in der Exposure bin, ist der anders. Das heißt, ich brauche eine Variable, in dem Fall die Moderator-Variable, hier jetzt gleich den Handlungsspielraum, der muss eigentlich was mit der Steigung machen. Wie mache ich was mit einer Steigung? Ich multipliziere sozusagen. Ja? Und wir werden jetzt also gleich sehen, dass wir einfach um Interaktionen oder Moderation im Modell zu repräsentieren. Was wir dann tun werden, ist, wir werden einfach sagen, nimm eine Variable x1 ins Modell auf, so wie bisher. Nimm die Variable x2 auch mal ins Modell auf. Die ist neu jetzt. Und jetzt, wenn du auch noch dich für die Interaktion interessierst oder die Interaktion für theoretisch möglich und interessant hältst, dann kannst du schauen, ob sie etwas tut an diesem Modell, indem du die Multiplikation dieser beiden Regressoren betrachtest. Ja? Du sagst also, nicht nur, was ändert sich mit viel x1, was ändert sich mit viel x2, sondern ändert sich mit viel x1 auch noch was, abhängig davon, wie viel von x2 ich habe. Das macht dieser Term. Du wirst also ein drittes Regressionsgewicht, oder wenn du noch ein Intercept hattest, ein viertes Regressionsgewicht bekommen für diesen Interaktionsterm. In den Statistikprogrammen machen wir das ganz oft ganz händisch und das ist auch absolut richtig, weil dann wissen wir auch, was wir tun. Wir nehmen diese beiden Variablen und bilden eine neue Variable, die das Produkt dieser beiden Regressoren einfach ist. Gut, gucken wir mal, ob das hier jetzt auch noch vertreten ist. Genau, wir haben jetzt also ein Modell, wo wir sagen würden, wir haben jetzt im Modell den Handlungsspielraum HS. Der ist hier übrigens zentriert, das ist gut zu wissen, der hat also den Mittelwert 0. Die Belastung, die empfundene, den Mittelwert 0 und dann gibt es noch diesen Interaktionsterm. Schauen wir einfach mal, was die Koeffizienten mit der Y-Arbeitszufriedenheit machen, ob das so uns, für uns intuitiv Sinn macht. Geht die Belastung hoch, negatives Vorzeichen,
um eine Einheit, geht die Arbeitszufriedenheit um Punkt 4 Einheiten runter. Macht Sinn. Geht der Handlungsspielraum hoch, geht die Arbeitszufriedenheit um ein Drittel hoch. Wir haben aber auch diesen Interaktionsterm im Modell und der ist auch signifikant mit einem T-Wert von 6. Wenn man sich die standardisierten Regressionsgewichte anguckt, sieht man auch, dass der wirklich groß ist. Größer wahrscheinlich, also in der Magnitude größer als die bei einer ANOVA hätten wir gesagt, die Haupteffekte, als die Wirkung der Regressoren unter Konstanthaltung der anderen, also von Handlungsspielraum allein sozusagen in Isolation betrachtet und Belastung in Isolation betrachtet. Ja. Hier was als SPSS-Output hier nur drin ist, das müssen Sie verzeihen, ich behandle das jetzt eigentlich hier in der Vorlesung nicht besonders ausführlich. Man kann sich von bestimmten Statistikprogrammen wie SPSS auch solche inkrementellen F-Tests rausgeben lassen. Wir hatten ja gesagt, der F-Test des Modells vergleicht eigentlich ein Regressionsmodell gegenüber einem Nullmodell, wo nur der Intercept drin ist. Man kann es aber auch so machen, dass man einen inkrementellen F-Test macht, wo man sagt, ich nehme jetzt zum Beispiel, da macht man das auch relativ oft, so eine Interaktion neu ins Modell auf. Das Modell ist jetzt also um einen Term komplexer. Ist das Modell auch besser? Um wie viel hat sich R² geändert? Ja, und wir sehen dann, das ist jetzt hier in diesem Fall diese Zunahme von 1 auf 2. Wir sehen das hier nochmal, das Modell A waren nur die Haupteffekte quasi oder nur die Regressoren, Handlungsspielraum, Belastung allein. Das Modell B hier in der unteren Zeile ist jenes, wo der Interaktionsterm dabei ist. Dieses Modell hat das bessere R² und entsprechend fällt dieser inkrementelle F-Test, dessen Formel Sie hier unten sehen, kleingedruckt, spielt keine so große Rolle für uns, fällt aber signifikant aus. Also Sie können mit so einem Test, manchmal macht man das auch mit einem sogenannten Chi-Quadrat-Test, gibt es verschiedene Varianten, aber man kann quasi fragen, ist dieses Modell, es ist ja jetzt auch um einen Term komplexer, wirklich besser. Klärt es mehr auf, auch wenn ich in Rechnung stelle, dass es komplexer ist, ja? Und schon allein deshalb ja mehr aufklären muss. Genau, also auf jeden Fall haben wir jetzt hier diesen Einfluss. Jetzt müssen wir uns aber noch ein bisschen damit beschäftigen, was das eigentlich bedeutet sozusagen. Man muss jetzt sehr aufpassen bei Moderationstermen oder Interaktionstermen. Die ererben natürlich ihr Vorzeichen jetzt von dem Vorzeichen der zwei Zutaten, die sie hatten. Wir haben jetzt hier die Situation, dass Handlungsspielraum an sich unsere Arbeitszufriedenheit erhöht, Belastung sie eigentlich senkt. Der Interaktionsterm, wenn der hochgeht, geht aber meine Arbeitszufriedenheit auch hoch. Ja? Es scheint also so zu sein, dass der Handlungsspielraum und die Belastung, wenn man das so sagen kann, wir sollten uns das nochmal, vielleicht können wir das in der Live-Session dann mal machen, wenn wir uns sehen, uns das nochmal aufzeichnen, wie wir uns das jetzt eigentlich genau vorzustellen haben. Das können Sie sonst auch mal hier jetzt mal Pause drücken und sich das mal versuchen selber aufzuzeichnen. Ich habe das jetzt hier nicht vorbereitet und werde das deshalb jetzt hier auch nicht entwickeln, aber wir können darauf zurückkommen. Dass man sich fragt, was bedeutet denn das jetzt? Für wen ist denn dieser Regressor sozusagen hoch? Wer sind denn, Sie können sich auch prototypische Arbeitnehmer mal vorstellen. Es hilft beim Verstehen solcher Interaktionsterme, dass man sich prototypische Vertreter vorstellt. Wie sieht denn jemand aus, der einen hohen Handlungsspielraum hat und eine hohe Belastung sozusagen? Was bedeutet das für dem seine Arbeitszufriedenheit? Ja. Können Sie sich mal so zurechtlegen und dann bleibt aber auf jeden Fall die Erkenntnis, dass dieser Interaktionsterm wichtig ist, der macht das Modell besser, der erklärt etwas an der Arbeitszufriedenheit und wir können umgekehrt auch schlussfolgern, dass also Handlungsspielraum und Belastung für die Arbeitszufriedenheit eben nicht unabhängig sind, sondern es hat was miteinander zu tun. Ja? Es wird kurz gesagt darauf hinauslaufen, wenn ich wenig Handlungsspielraum habe, haut die Belastung entsprechend mehr rein, beziehungsweise wenn ich mehr Handlungsspielraum habe, wird dieser negative Effekt des der Belastung geringer ausfallen. So, wir sind jetzt schon sehr über der Zeit, es wird ein sehr langes Video, aber es rundet eben das lineare Modell auch komplett ab, deshalb werde ich es jetzt hier noch mit unterbringen.
Im Prinzip war jetzt schon der Interaktionsterm ein nichtlinearer Term. Wir haben zwei lineare Einflussgrößen genommen, haben die multipliziert. Das kann man sich vorstellen wie einen nichtlinearen Effekt im Prinzip. So etwas Quadratisches eigentlich. Was man aber relativ oft explizit macht, ist, dass man eine Variable nimmt und sie nicht linear nur ins Modell einschließt, sondern sie zum Beispiel quadratisch oder kubisch ins Modell einschließt. Und ich bringe euch hier ein Modell, ein Problem mit, was ich mir in der Forschung vor kurzem mal gestellt hatte. Wir hatten versucht, Speichelcortisol zu erklären durch verschiedene Variablen. Eine Variable, die wir dabei betrachtet haben, war die Tageszeit, wann die Messung stattgefunden hat, relativ zum Aufwachen. Ihr habt hier schon verschiedene Plots. Nachdem wir dieses Modell gemacht hatten, hatten wir Residuen. Und die Residuen waren gar nicht unerheblich und die Residuen waren vor allem aber leider auch nicht wirklich mehr normal verteilt. Ihr habt hier verschiedene Darstellungen. Hier ein QQ-Plot, hier so ein Plot abgetragen gegen die Standard-Normalverteilung. Da seht ihr, das weicht von der Standard-Normalverteilung doch an mehreren Stellen deutlich ab. Der Gipfel ist verschoben, hier ist zu wenig, hier ist zu viel. Das sieht man auch im QQ-Plot ganz schön. Und man sieht es auch, wenn man den für die Homoskedastizität, also das wäre quasi die Forderung, sind die Residuen normal verteilt, das ist die Forderung, sie sollen auch noch homoskedastisch sein, also unabhängig von den gefitteten Werten oder unabhängig von den X-Werten. Und das kann ich zum Beispiel anschauen, indem ich also gefittete Werte gegen Residuals abtrage, dann sehen Sie natürlich sofort, da ist irgendwie noch Struktur drin. Das sieht nicht aus, wie es aussehen sollte, nämlich dass es hier einfach Punkte geregnet hat auf diesem Plot, sondern da ist Struktur drin. Und diese Struktur, als wir uns das so anschauten, dachten, na, das könnte daran liegen, dass das eben kein linearer Effekt der Zeit ist, sondern dass man sich das eigentlich schon wie so ein höherordniges Polynom vorstellen kann, dass also Zeit zum Beispiel vielleicht kubisch, das wäre zum Beispiel hier so quadratisch, aber es geht hier eigentlich schon fast wieder runter, dass kubisch, also ein Trend dritter Ordnung vielleicht nötig sein könnte oder zumindest gut sein könnte, um das beobachtete Cortisol zu erklären. Und genau das hat sich dann auch ergeben. Ich habe dann quasi dieses Modell, das ist jetzt ein sehr hemdsärmliches Beispiel, aber sowas kann ich machen. Das ist jetzt relativ datengetrieben, das ist jetzt nicht sehr theoriegeleitet, sondern ist in dem Fall wirklich ein Versuch, die Daten einfach erstmal adäquater zu modellieren. Wir haben quasi ins Modell neben der Zeit tatsächlich die Zeit auch nochmal quadriert mit aufgenommen und die Zeit auch kubisch hoch 3. Dass wir Zeit quadratisch dabei haben, ist so ein bisschen eine Schönheitssache. Man sagt generell, wenn man höherordnige Terme aufnimmt, nimm, selbst wenn sie dich selber gar nicht interessieren oder du auch nicht glaubst, dass sie was aufklären, nimm niederordnige Terme mit auf. Das gilt auch bei der Moderation oder Interaktion. Wenn ich eine Interaktion mit aufnehme, was auch ein Term höherer Ordnung ist letztlich, nimm auch die einzelnen, die du benutzt hast, um diesen Term höherer Ordnung zu bilden, mit auf. Und an diese Regel halte ich mich hier, wenn ich jetzt also Zeit hoch 3 plus Zeit hoch 2 plus Zeit ins Modell mit aufnehme. Das Modell hat also natürlich mehr Terme, wird besseres R-Quadrat haben. Darum geht es mir jetzt gerade gar nicht, sondern mir geht es darum, dass ich eine etwas schönere Normalverteilung der Residuen damit hinbekomme und vor allem, dass ich dieses, es hat Punkte auf den Scatterplot aus Residuals und Fitted Values geregnet, besser erfüllt bekomme. Ja, ich sehe hier jetzt also keine Struktur mehr in den Residuals, das heißt, ich habe Struktur eingefangen und in dem direkten Vergleich war es dieser Term, dieser Zeit hoch 3, der mir das ermöglicht hat. Das war ein sehr langes Video, in dem wir unser Werkzeugkasten aber massiv erweitert haben. Wir haben durchs Dummy-Coding oder auch das Effekt-Coding, auf jeden Fall durch die Idee von solchen linear unabhängigen Regressoren, die wir nur benutzen, um kategoriale Zustände zu repräsentieren, jetzt die Möglichkeit, im linearen Modell einzuschließen, was immer wir wollen. Faktoren, die Kovarianzanalyse war eine nette Art, wie man noch eine metrische Variable vorneweg sozusagen mit reinnehmen konnte und dadurch Fehlervarianz schon mal aufklären konnte, damit die Faktoren unter Umständen noch deutlicher hervortreten können. Und wir haben schließlich auch noch gesehen, wie wir
Interaktion ins Modell aufschließen können. Damit können wir mit dem linearen Modell alles, was wir so als Psychologinnen und Psychologen, als Sozialwissenschaftler, als Ingenieure mit einer ANOVA eigentlich machen wollen würden, und haben das jetzt alles unter einer Haube und können jetzt eigentlich aufbrechen in alle Probleme, die sich stellen, wenn die Y-Variable nicht well-behaved ist, wenn die nicht das macht, was sie soll. Wir können uns nämlich als nächstes fragen, wie sollen wir denn jetzt in einem linearen Modell damit umgehen, wenn uns die Anzahl der Unfälle hier am Mühlenkreisel in Lübeck in der nächsten Stunde interessieren? Oder wenn wir das 10-Jahres-Risiko für Demenz modellieren wollen? Oder auch, wenn wir das erfolgreiche Detektieren eines Reizes, ja oder nein, hast du ihn gehört, hast du ihn nicht gehört, wenn wir sowas modellieren wollen? Wie soll das gehen? Und dafür brauchen wir generalisierte lineare Modelle. Und das machen wir beim nächsten Mal. Danke fürs lange Zuhören heute und tschüss.